Geht auch gut los, Alter. 5 Kilo kleiner Wels, schön gejiggt. Also, legen wir los. Schön hier mal wieder an der Achtuba auf Wels. Heute schön ein bisschen jiggen. Und zwar vom Land aus. Vom Land aus hier in dieser Störkurve soll das ja auch gerade ganz gut laufen. Hatte ich jetzt die Tage auch schon von verschiedenen aus dem Chat oder aus dem Stream gehört. Und ja, ich teste einfach mal, was denn so geht. Auch vielleicht gleich noch ein bisschen verschiedene Köder. Bin gerade erst hier angereist. Und ja, einfach mal probieren, wie das denn hier so läuft. Ich hoffe, da geht ein bisschen was rein. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Schön so die letzten paar, was haben wir hier noch? 3 Millionen XP ungefähr. So ein bisschen noch auf dicke Dinger gehen hier. Dicke Brocken rausziehen. Und gucken, dass man dann hier Level Up macht. Dass man ein bisschen noch Silber macht. Wir müssen ja sparen. Und man kann schon mal ein bisschen üben. Auf große Fische angeln. Haie, Welse und Co. Denn, ja, es werden ja noch größere Brocken kommen ins Game. Das wird ja der Hammer. Haie, wenn du das Ganze noch nicht gesehen hast, ich verlinke nochmal das letzte Sneak Peek Video, die letzten News von RF4. Aber sollten eigentlich schon fast alle gesehen haben. Ja, ich stehe jetzt hier, wie gesagt, auf 101,57. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, mit welchem Tempo und wie werfen wir am besten. Ich glaube, ich werfe mal hier so auf den letzten Baum oder auf diesen Busch. Und dann sollte das doch eigentlich ganz gut klappen. Halb, ja, halb reicht auch. Und ich mache mal erstmal volles Tempo. Absinken lassen, eine Umdrehung. Wir sind in der Jig-Führung. Es ist ja hier so ein bisschen die Strömung auch. Und mit der Strömung muss man natürlich den Jig vielleicht auch ein bisschen schneller ziehen, dass der dann auch richtig wieder hochkommt. Immer dieses Absinken und Fallen lassen. Und dass der halt so ein bisschen in Schwung kommt. Und ich glaube, dann lübt das auch ganz gut hier. Zack, zack. Der erste kleine Wels ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Gute Uhrzeit. Früh ruhig anfangen, so gegen 18 Uhr ungefähr, dass man dann da ist. Denn das Welsangeln an sich ist ja immer so ein bisschen tricky, wenn man nicht in der Nacht, naja, ich sag mal 4, 5 Wälse am besten fängt, wird es halt knapp von der Kohle, ne? Also da müssen schon so ein paar dabei sein, so um die 30 Kilo. Und dann, dann lohnt es sich auch so langsam, geldmäßig einfach, dass man dann, ja, dann nicht irgendwie nur die Nacht sich die Füße im Bauch steht und es bleibt nicht wirklich viel hängen, ne? Von den Ködern her, ich bin hier mit dem Huge Minnow gerade unterwegs in Gelb. Das müsste der 9er sein. Aber vom Setup gehen wir natürlich auch gleich im Detail nochmal drauf ein. Wie das denn hier zusammengebaut ist. Das kann natürlich jetzt hier ein bisschen dauern. Also ist halt Welsangeln, ne? Theoretisch könnte ich auch noch 2 Grundrouten auslegen. Fällt mir gerade ein. Zack. Wenn ich denn dazu komme. Wenn ich denn dazu komme. Okay, wir können sogar noch höher gehen. Ich nehme auch gerne alles andere mit. Wobei, mir fällt gerade ein Hecht. Ganz große Hechte könnten, glaube ich, ein bisschen tricky werden. Ich bin hier komplett mit geflochtener, mit der Braid unterwegs. Geflochtene Schnur. Und das Ganze dann eben, ja, mit der Chance, die Bremse zuzumachen und die Fische hier zu pumpen. Also, mein Wels-Pumpen-Setup ist das hier. Beziehungsweise auch Wels-Pumpen-Setup allround-mäßig. Das wird ja auch für alles andere auch noch mit verwendet, weil es einfach auch gut ist. Top-Rolle, Top-Route für Top-Fische. Da ist der nächste. Sehr schön. Sehr schön. Der nächste kleine kommt locker hier rein. Was hat er? 15 Kilo. Fast 15 Kilo. Schön. Schön, schön, schön. Genau so. Gerne mehr davon. So, ein bisschen rangezogen.
absinken lassen. Man sieht das ja immer schön an der Schnur und dann geht es los. Aber das macht doch schon Bock. Direkt hier der zweite. Wir haben gerade mal kurz vor 10. Da haben wir jetzt genug Zeit, schön durchzuziehen. Und die Chance halt auf dem großen Brocken, ne? Oder vielleicht auf dem Albino. Hör auf, ey. Albino-Wels. Egal wie groß. Überleg mal sowas, ey. Ah, ohne Scheiße. Das wäre das Allercoolste, wenn es da irgendwie nochmal eine Änderung im Game irgendwann gäbe. Andere seltene Fische zu fangen, ne? Also, an allen Gewässern von mir aus. An allen Gewässern. Zack. Dass es da dann die Chance gibt auf einen seltenen Fisch. Das wäre einfach der Hammer. So wie zum Beispiel am Moskito die Goldschleie. Sowas. Goldschleie am Moskito, super selten, aber sie ist da. So, jetzt haben wir hier schon so einen Fall, ne? Zack. Bremse 29, klackert es noch, also machen wir doch zu. Wir sehen, der Balken unten geht ja nicht weiter. Er bleibt ja trotzdem so in diesem mittleren Bereich. Guck mal hier, das war's. Und dementsprechend ziehen wir den jetzt hier einfach rein. Theoretisch können wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen laufen. Na, guck mal, aufpassen, wir sind im roten Bereich. Aber ich kurbel auch noch. Er stellt sich gerade ein bisschen quer. Und ich lasse ihn offen. Da wollte er nicht mehr, ey. Der Lümmel. So groß ist er doch gar nicht. Mach mal nicht einen auf den hier, ey. Sonst würde er schon lange wieder abziehen. Aber er hält halt gut dagegen. Oh, oh, oh. Kopfschläge. Aber ich glaube, er ist jetzt gerade erst, hat sich jetzt rumgedreht. Er kommt jetzt schwimmt er eher hier in die Richtung. Jetzt kommt er ran. So, auch schön hoch. Nach oben haben sie es immer schwer, die Fische. Dann lübt das auch. So, komm ran hier. Ja, immer wieder cool. Vor allem vom Land aus habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die letzten Male waren immer das Welsangeln vom Boot aus und jetzt hier vom Land. An der Stelle gerne. Und endlich mal wieder hier auch an der Stelle. Guter Spot, gute Stelle, auch wie gesagt so für Spinning allgemein. Wobei man halt immer wieder die Chance hat, dass dann hier die großen Brocken auch reingehen, ne? Aber auch mal für Hecht und Co. Zander, auch das geht mal ganz gut hier. So langsam kann er kommen. Vielleicht hat er ja schon 25, 30 Kilo. Das wäre doch schon ganz nett. Schön locker. Auch kein Stress, ne? Letzten Endes ist, also bei den großen Brocken. Ja, ich sag mal, wenn man wirklich wild drauf ist, ne? Und dann ist das hier wirklich, die dann wirklich rausballert. Aber dann ist auch schwierig mit Verschleiß und Co., ne? Dann geht man halt voll auf den Blank und sowas. Weiß ich nicht. Ist nicht so ganz meins. Ich lasse mir da lieber ein bisschen Zeit mit. Und gut ist. Aber man könnte die, glaube ich, rausballern. Zack, zumachen, laufen, nach hinten laufen. Zack, 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 auf Tempo, direkt den nächsten. Ja, da kriegt man vielleicht nochmal. Kriegt man vielleicht nochmal ein, zwei Wälse mehr in der Nacht. So, ranpumpen so ein bisschen. Zack, guck mal hier. 33 Kilo. Schmeckt. 33 Kilo ist doch schon ein gutes Gewicht für so ein Oschi. Die Barteln, Alter. Mega. So, next. Also, so moke wie dat. Bremse wieder natürlich aufmachen und dann mal locker ein bisschen ziehen. So, zack. Zack. Und es kann gerne weitergehen. Cool. Ja, aber das macht doch schon Bock. Das macht doch schon Bock. Genau so kann das gehen. Die ersten drei kleinen Wälse im Sack. Wobei ich sagen muss, gerade dieses Gewicht bis 30 Kilo, sagen wir mal so zwischen 15 und 30 Kilo, das ist so mein liebstes Wälzgewicht, Gericht, liebstes Wälzgewicht, weil die einfach vom,
Ja, von der Kohle her, vom Zeitaufwand und so. Reicht das doch, oder? Reicht völlig. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade... Ich glaube, ich habe nicht weit genug ausgeworfen. Könnte knapp werden, dass da noch was reingeht. Ne. Schon hier vorne irgendwo an der Kante, glaube ich, gelandet. Da muss ich nochmal weiter werfen. Naja, ich glaube, ich bin hier vorne schon an der Kante. Oder mit Glück nochmal im Jig. Vielleicht ballert noch was, aber eher unwahrscheinlich. Also weit genug raus. Ja, das war's. Weit genug raus. Zack. Genau. Absinken lassen. Kein Stress machen hier. So. Erste Drehung. Und ab geht es. Ich sehe gerade hier Zander auf UL. Ich könnte mich auch auf UL hier mal hinstellen. Überleg mal. Aber das wäre ein Geraffel. Überleg mal, da wäre es ja 30 Kilo auf UL. Das mache ich aber nicht in dem Video, ey. Da bin ich ja 3 Stunden beschäftigt. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 das brauchen wir nicht. Lieber hier schön mit einem großen Setup. Und dann versuchen hier die mittelgroßen. Das reicht mir. 3-0er Haken habe ich drauf. Ich ziehe jetzt hier noch einmal durch. Dann gucken wir gleich nochmal ins Setup rein. Und dann hier, wie gesagt, schön die Jig-Führung locker durchziehen. Und die Welse pumpen. Ach ja, so für zwischendurch immer wieder geil. Vor allem, wenn man gerade sich einloggt. Ich bin jetzt gerade erst rein. Und dann ist halt ne, so Nachmittags- und Abendstunden. Dann kann man sich halt überlegen, so, wo geht's denn jetzt hin? Und es war halt gerade so, keine Ahnung, 15, 16 Uhr rum im Game. Und das war halt so die ideale Zeit, direkt rüber zu Achtuba reisen, dann mit dem Bootsticket, ne, das dauert ja auch noch, bis man hierher gebrettert ist, immer an diese Spots. Und dann Attacke. Was ich aber, also wenn ich gleich hier durch bin, werde ich auf jeden Fall gleich nochmal testen, hier auch auf Grund. Und zwar ganz klassisch hier Aral, Barbe und Co. Also das kommt gleich auf jeden Fall nochmal dran. Wenn man schon mal hier an dieser Störkurve ist, dann auf jeden Fall auch die Grundfische testen. So. Und ab geht es. Na, ich bin noch nicht so ganz sicher mit dem Tempo. Wobei, es hat ja gerade ganz gut funktioniert. Vielleicht noch mal ein bisschen weiter werfen. Dass man dann einfach, dass einfach noch mehr Zeit quasi da hinten ist. Ich habe jetzt auch zweimal schon die Jig-Führung verloren. Das heißt, da ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Dann sollte das doch aber auch eigentlich gehen. Oder tatsächlich langsamer. Gucken wir mal. Ja, andere Köder und Co. ist natürlich auch wieder so ein Dingen. Gucken wir nochmal eben in die Rekorde rein. Wöchentliche Rekorde. Welts. Was wird denn da gerade noch mitgenommen? Ach, schau mal einer, guck. Quicker 707. Auch eine Idee. Auch natürlich eine Möglichkeit. Baller ich gleich mal rein. Müsste ich eigentlich haben. Habe ich die? Habe ich bestimmt. Quicker 7007. Bam, da geht nochmal was Kleines rein. Schön. Also, die Führung oder die Linie war nicht umsonst. Das ist doch auch mal gut. 6 Kilo und Alter, der hat aber die Leiden. Die Leiden. Zum Glück habe ich mir gerade noch 2 neue gekauft. Der war irgendwo hier so. Au, die Leiden ja krass. Der hat ja jetzt richtig gelitten. 707. Ich habe nur einen. Und der hat 1% Verschleiß. Ja, ich bin gespannt. 1% Verschleiß aktuell. Ist das so? Genau. 1,1%. Und dann fangen wir mal an. Gucken wir mal, wie der sich denn dann macht.
Ja, das mit dem Verschleiß auf den Ködern. Man kann die wohl noch länger verwenden, ne? Also da heißt es ja auch tatsächlich, also die lassen nach, die Lockwirkung lässt nach. Und ja, diese Lockwirkung soll aber nicht so drastisch nachlassen. Also sie haben wohl mit erhöhtem Verschleiß weniger Lockwirkung. Und das jetzt gerade bei dem Huge Minnow, das war auch schon, ja, muss ich sagen, für mich auch schon viel. Also so viel lasse ich die oder verwende ich die dann doch nicht mehr. Aber theoretisch, wenn man gerade sparsam unterwegs ist und nicht so viel Kohle ausgeben will, dann kann man die natürlich noch länger verwenden. Nichtsdestotrotz, wenn man denn doch letzten Endes das Beste rausholen will, man hat vielleicht schon so wie jetzt hier eine Route mit Pluswerten drauf auf dem Setup und so weiter. Man hat vielleicht alles geskillt und wenn man dann auch noch irgendwie, ja, wenn man dann quasi da spart an diesen Gummifischchen, da so ein paar Prozent, also ich sag mal hier in dem Bereich 50%, dann können die auch so langsam mal weg. So teuer sind die ganzen Gummidinger dann ja auch wieder nicht. Die paar 3, 4, 5 Silber, das holt man ja dann mit dem besseren Fisch ratzfatz natürlich auch wieder raus. So, jetzt werfe ich mal noch weiter raus. Quasi schon an der Kante. Eine Umdrehung und in der Jigführung. Bisschen länger warten. Nee, das ist zu lang. Eine Umdrehung. Nochmal. Okay. Machen wir mal so in diesem Tempo. Und da ist was dran. Aber, ja, nicht ganz so groß. Aber es ist was dran, das ist das Wichtige. Nicht umsonst durchgezogen. Ja, und wie gesagt, von der Uhrzeit her und von der Anzahl bisher alles okay. Alles im Rahmen. So muss das. Und dann lübt das auch, also ich sag mal, für so einen Weltspot ist das dann ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ballert vielleicht gleich nochmal ein großer rein? Das wäre natürlich der Traum, wenn dann quasi in den Morgenstunden nochmal einer reingeht, mit dem man dann schön, keine Ahnung, von mir aus bis in den Mittag hinein mit einem großen Drill beschäftigt ist. Dann hat man quasi den Tag direkt wieder überbrückt und kann in der Nacht sofort wieder weitermachen. Na, komm ran hier. Du bist doch gar nicht so schwer. Aber krass, wie die sich querstellen. Und dann ziehst du da einfach gegen so einen Sack. So. Jetzt hat er verloren. Jetzt hat er sich ein bisschen gedreht. Und dann kann man auch kurbeln. Ich versuche ja immer in die andere Richtung zu gehen. Ne? Also jetzt haut er nach links ab. Jetzt mit dem Kopf. Das heißt, ich gehe auch nach links. Ja, doch, genau. Jetzt versucht er nach rechts abzuhauen. Ja. Und das heißt, man zieht quasi die ganze Zeit mit dem Kopf nach vorne, wohin er schwimmt und da einfach am wenigsten Chance dagegen zu halten. So, ich mache die Bremse nochmal auf, wobei der wahrscheinlich keine Kopfschläge machen wird am Ende jetzt. Und dann ziehen wir den gleich einfach so rein. Ja, so sieht es aus mit den Welsen hier. Cooles Ding, ich bin echt ganz zufrieden. Kann man, glaube ich, mal ganz gut machen hier. Schön auf die kleinen Welse gehen. Ich ziehe auch gleich nochmal ein bisschen durch. Gucken wir gerade mal eben jetzt hier. Hoppala, 15. Ja, siehst du, richtig schönes Gewicht. Das ist genau das, was ich eigentlich so am liebsten hätte. 15 Kilo, perfekt. Wie gesagt, 15 bis 30. Ich gucke gerade mal rein. Ja, Verschleiß ist da. 2,6% jetzt auf diesen kleinen Wels. Das ist auch nicht so ohne. Aber es lohnt. Achso, vom Setup insgesamt. Ne, ich bin hier mit der Ultima unterwegs. Schweres Setup, maximal. Ja, von den Werten richtig gut. Plus 10 auf Spinfischen. Auf Wobbler, Blinker und Spinner sind ja auch nochmal Werte drauf. Dann haben wir hier natürlich die Wenger mit um die 100 Kilo an Getriebekraft. Das heißt, wir können auch zumachen, das gesamte Getriebe bzw. die Bremse zumachen. Das heißt, wir ziehen dann über
die Getriebekraft den Fisch rein. Dementsprechend haben wir hier dann eine 84 Kilo Braid, geflochtene Schnur drauf. Und hier einen Haken, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Ich meine, die liegen so bei ungefähr 60 Kilo Tragkraft, diese Haken. Vielleicht sind es 63 oder sowas. Um die 60 Kilo Tragkraft bei den Haken. Das heißt also, wenn man quasi zumacht die Bremse, man hat unten diese Action Bar, zeigt die Action Bar an die Tragkraft der Haken. Wenn die dann irgendwann im roten Bereich sind und am Ende von Rot tot ist, dann war es der Haken, dann bricht der Haken und das gesamte andere Setup ist quasi nicht belastet dadurch oder ist belastet, aber wird halt nicht zerstört, denn das schwächste Glied hier in dieser Kette ist der Haken. Ja, und so lübt das dann, das heißt, man macht quasi dann, zack, volle Last auf den Haken. Ja, so sieht es aus, da ist noch ein bisschen was Kleines ist gerade dran. Vielleicht sogar eine Quappe. Ich habe gerade fast nur irgendwie so ein bisschen treiben lassen. Eine Umdrehung gemacht. So sieht es aus. Ich bin schon ganz zufrieden. Wir haben es jetzt gleich 4 Uhr morgens. Genau, haben wir sogar schon. Und ja, dann geht das, ich sag mal, bestimmt noch so bis 6 Uhr ungefähr weiter. Da kommt der nächste kleine. Aber ich kann echt sagen, Frequenz ist top. Größe ist vollkommen okay. Auch hier mit dem Quicker werde ich jetzt gleich noch ein bisschen weitermachen. Petri, ihr Lümmels, zieht euch raus die Welse, wenn es dir gefallen hat und geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im nächsten Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri,